Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. In dieser Anleitung zeige ich euch, wie ihr alleine eine Zimmertür aushängen und einhängen könnt. So, das Aushängen, das ist noch relativ einfach. Tür dazu öffnen, hier in den Spalt reingreifen, vorsichtig nicht die Finger klemmen und dann das Ganze einfach einmal herausheben. Beim Einhängen besteht jetzt die Schwierigkeit dabei, dass man beide Scharniere ja zeitgleich einhängt, dass die Tür dann eben wieder fest ist. Und das muss man ein bisschen ausjustieren. Nimmt man sich dann den Fuß hier zu Hilfe, dass man die Tür so ein bisschen besser ausjustieren kann. Das Gewicht ist dann auf den Fuß verlagert und somit nicht ganz so schwer. Ich empfehle euch übrigens, wenn es schwere Türen sind, Schuhe anzuziehen. Das hier sind relativ leichte Türen, an denen ich das zeige. Deshalb kann ich das mit dem nackten Spann machen. Und dann hängt man die Tür entsprechend ein. Dazu mit dem Fuß das Ganze steuern, das Gewicht verlagern, schauen, ob das Türband oben und unten gleichermaßen passt. Wenn dem so ist, dann kann man das ablassen. Ja, das war's auch schon. So einfach könnt ihr eine Tür ein- und wieder aushängen. Wichtig, Gewicht auf den Fuß verlagern. Ich hoffe, ihr seid leider hilfreich. Wenn ja, Daumen hoch. Bis dann, euer MacPaverick.